Topos. Los. Yuji. Yuji, Yuji. Yuji. So, den Ball reparieren. Oh, und jetzt ist uns wieder die Nahrung ausgegangen. Und ja, Felder sind teuer. So, wir können auch ein Herrenhaus bauen. Das wirst du mal bauen, bis wir genug Holz haben für das dritte Feld. Und dann gucken wir mal, was wir als erstes Wunder bekommen. Uns wurde der mächtige Zauber Tornado gewährt. Ja. Den könnten wir voll... Wir haben die erste Reliquie erobert. Und wir wurden reich beschenkt. So, wir graden erstmal die paar Einheiten noch zu Heldeneinheiten auf. 5 Zerstörerhelden dürften dann auch reichen. So, und wir haben genug Holz für das dritte Feld. Ja, wir sind eigentlich jetzt wirklich am Ende unserer Technologie angekommen. Abgesehen davon, dass ich jetzt ein paar von den Androiden noch erschaffen will und sie vorher verbessern möchte. So, 3 Stück. Wobei 5 eigentlich besser wären. Yuji, Yuji, Mark. Yuji, Yuji, Yuji. Und wieder ein Angriff von Orange. Und hier drüben von Rot. Aber die Roten können uns mal so gar nichts. Ja, wir sind wirklich angekommen. So, euch upgraden. Habe ich nur 4 Zerstörer? Ich hätte... Achso. Und ich habe noch 2 2 Zerstörer, die ich noch nicht abgegradet habe. Dafür kriege ich jetzt gerade Androiden. Die sehen lustig aus. Jetzt kann ich Zerstörer upgraden. So. Jetzt habe ich eine kleine Armee. Mit denen kann ich mal den orangenen Gegner kaputt machen. Erst orange, dann rot. Weil die als einzige beide nerven. So, euch gebe ich mal mit Shift gleich den Auftrag, da oben weiterzumachen, sobald ihr da fertig seid. Und ja, der Skorpionmann, der spackt gerade rum, weil er versucht, an meine Türme ranzukommen. Und ja, hier ist ein zweiter Eingang, aber der ist auch zu. Aber nicht mehr lange. Gerade meine Zerstörer machen damit kurzen Prozess. So, ich hole nochmal 5 Zerstörer am besten. Und reiß die Dorfzentrum ein. Ja, mit so einer Heldenarmee, die dann auch noch regeneriert, ist das übelst gemein als Atlanta. Und man merkt, meine... Oh, da ist ja sogar noch ein Normaler dazwischen. Meine Arkusse haben diesmal kein Feuerpfeil-Upgrade in dieser Mission. Das hatten sie in den letzten paar Missionen immer von vornherein. Aber jetzt nicht und ich kann es auch nicht erforschen.
Yuji? Ein Belagerungsturm. Skopos? Mag. Du Fanatiker, du bist ein Fanatiker, ich weiß. Aber trotzdem brauchst du nicht da in die gegnerische Festung reinrennen, wie ein Gestörter. Ich finde es ja lustig, wie hier die Basen von denen aussehen. Erstmal hier den Tempel einreißen. Was passiert, wenn ich auf den Tempel, auf das Ding hier ziele? Dann kommt ein Wirbelsturm und reißt es ein. So. Euch upgraden. Dann könnte ich euch eigentlich theoretisch hier durch den Haupteingang durchschicken. Und ja, der Wirbelsturm hat gerade die Festung eingerissen. Sehr schön. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich das Dorfzentrum doch einnehmen sollte. Einfach wegen den 20 Bevölkerung, die das gibt. Aber erstmal werde ich den ganzen Rest des orangenen Spielers platt machen. So, ihr seid durchgebrochen. Zerstörer. Alle auswählen. Zerstört das Ding. Das ist nämlich auch nur im Weg und stört. Du da sammelst die Reliquie ein. Genau. Du besetzt das Dorfzentrum. Ist der Pharao tot? Wahrscheinlich. Oh, die haben Leviathane. Das wäre ein Grund für eine Heldenflotte. Und seid am Vorn. Und vielleicht auch ein paar stärkere Schiffe. Also, pff. Ja, Leviathane gegen Zerstörerhelden. Das Erdbeben erlangt. Erdbeben ist auch nicht schlecht. So, das heißt, wir können hier den Fluss mal aufräumen. Ihr geht mal dahin, reißt da die restlichen Gebäude ein. Ihr reißt da alles ein. Und da ist schon wieder ein Belagerungsturm, der auf uns schießt. Irgendwie niedlich. Ach, Gelb hat hier einen Marktplatz errichtet. Wie frech. Nehmen beim Marktplatz. Bau mal hier oben ein. Wenn ihr schon hier in der Nähe seid. Danach könnt ihr ruhig weiter Holz fällen. Und ja, Nahrung brauche ich mir auch keine Probleme mehr machen. Burek, ist los. Ist los. Yuji, ist los. So, damit wäre Orange von der Spielfläche getilgt. Bis auf ein paar Obelisken und so. Und ja, da rennt wieder mal einer meiner Momillos hinter einem Priester her. So. Nee, einen Goldsammler brauche ich nicht. Du gehst einfach nur zurück und hilfst bei der Verteidigung dann weiter. Werde ich meine Armee wieder sammeln. Wie sieht meine Armee eigentlich zurzeit aus? Ich habe hier... wie viele Millionen habe ich? 10. Fanatiker habe ich wahrscheinlich immer noch die 5 oder weniger. Nee, ich habe sogar noch die 5. Arkusse könnte ich gebrauchen. Noch ein paar. Also gib mir mal 5 Arkusse. Und gib mir noch ein paar von den Androiden. Einfach weil die cool sind.
So, nächster Gegner. Rot. Den kann ich ja schon mal angehen. Übrigens ist es lustig, Androiden können sich gegenseitig reparieren. Also wenn mal ein Android fällt. Hier, mythische Einheiten, metallene Menschen, die sich gegenseitig reparieren und wiederherstellen. Oh, ein Elefant. Ein schwerer Kriegselefant. Und hier eignet sich das Erdbeben gut. Einfach mal alles dem Erdboden gleich machen, was uns im Weg steht. So, und damit bin ich fast schon wieder am Bevölkerungslimit. Und falls es einer schon gemerkt hat, ich mache mir irgendwie zurzeit gar keine Mühe, mir Kampfgruppen zu erstellen, sondern wähle einfach meine Einheiten aus und schicke sie in den Kampf. Weil ich einfach dermaßen übertrieben überlegen bin mit meinen Armeen. Also jetzt mal abgesehen von der letzten Mission, wo mich kurzzeitig mal die Wikinger überrannt hatten. Reiß bitte das Dorfzentrum ein. Oh, Orange hatte hier noch einen Priester. Oh, und wir verlieren Truppen, merke ich gerade. Was haben wir denn so verloren? So, nächste Reliquie eingesackt. Und hier alle Ausbildungsgebäude einreißen. Ja, kann sein, dass wir vielleicht ein, zwei Momillos verloren haben. Oder Momillionen. Die errichten hinten eine Migdol-Festung. Na, sammeln mal die alle hier. Der eine sieht nämlich etwas reparaturbedürftig aus. Jetzt dürfen wir einmal Bronze benutzen, okay. Ja, genau, zerstört das Gebäude noch. Und jetzt reparieren sie den einen. Und ja, ich habe wirklich Murmillionen verloren. Macht nix. Fünf neue. Sofort auf dem Weg. Obwohl, da sind ja noch welche. Fanatiker habe ich noch. Ah ja, zwei Murmillos habe ich verloren. Es fehlt nur noch der gelbe Spieler. Und ich habe gerade irgendwas komisch rascheln gehört. Da ist auf jeden Fall noch ein Wachturm im Weg. Und ja, man merkt, wir haben übermäßig viel Ressourcen mittlerweile. So, ich würde gern durch diese Mauer durch. Wer steht denn hier oben noch? Achso, mein Arkus. Ein Phönix. Ja, da war mal ein Phönix. Und die haben hier dicke Welle. Ach du meine Güte. Hä, warum kann ich hier Bronze nicht beschwören?
Skopos.